Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Viasilia, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Häuser oder Lebensbereichen. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das heißt, das ist dein Lagna oder Aszendent. Ich setze Jungfrau hier in ersten Lebensbereich. Jungfrau gehört zum Erdeelement. Die Erdeelement hat einen Bezug zur Materie, auch zum Taten. Über Jungfrau herrscht Merkur und das verschenkt die Intelligenz, das kluge Entscheidungen der Jungfrau. Und du kannst deine Welt so wahrnehmen, kritisch beobachten, bist eher im Hintergrund, manchmal ganz unauffällig, aber du bist mit deinem Denken sehr ökonomisch. Du kannst trennen von Spreu, von Weizen. Außerdem bist du sehr bescheiden. Und natürlich hast du einen Bezug zum Erdeelement und das hat immer eine Verbindung zur Materie, Sicherheit, Stabilität. Und diese Bescheidenheit und auch diese Heilenergie, weil das verkörpert Jungfrau auch, beeinflusst deine Persönlichkeit. Aszendent bedeutet nämlich dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit, so wie du auch wahrgenommen bist. Der einzige Nachteil ist, wenn du dazu neigst, dir selbst gegenüber zu kritisch zu sein. Der zweite Lebensbereich hat mit Werten was zu tun. Und das heißt, hier lernen wir, alles oder möglichst viel in Besitz zu nehmen, was für uns wertvoll ist. Es sind nicht immer die materiellen Dinge, sondern Ideenreichtum kann auch wertvoll sein. Oder Freundschaften kann auch wertvoll sein. Oder Liebe, Partnerschaft oder Familie ist auch wertvoll. Das Befestigen, das Pflegen. Außerdem hier in diesem Lebensbereich gehört auch die Wertschätzung und Selbstwertgefühl. Wertschätzung verlangen von anderen und entgegenbringen. Vorausgesetzt ist, sie haben das verdient. Und Selbstwertgefühl. Und das hängt energetisch mit Finanzen zusammen. Wenn jemand sagt zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, hat immer weniger Geld, weil er versteht die Werte nicht. Und verneint das auch, ich bin es gar nicht wert, dann kommt das Geld auch nicht. Stattdessen sollen wir umformulieren und umdenken. Ich habe das verdient, ich bin das wert und ich habe das schon in Besitz. Hier im zweiten Lebensbereich ist auch wichtig, auf die Gefühle achten. Schuldgefühl erzeugt Schulden. Verlustangst führt dazu, dass wir etwas Wertvolles verlieren. Manchmal ist das Geld. In diesem Bereich hast du Waage.
Waage symbolisiert die Gerechtigkeit und so stehst auch zum Werten und das Gleichgewicht. Und das, was bei dir sehr wichtig ist, wenn es um Finanzen geht, die inneren Gleichgewicht bewahren. Weil das schenkt dir die Luft, das ist Luftelement. Außerdem Einnahme, Ausgabe immer ausgleichen. Waage neigt dazu, Geld ausgeben für schöne Dinge. Waage liebt das Schöne, aber das immer im Gleichgewicht, dieser Ausgleich, dafür sorgen. Im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit und beschreibt, wie haben das damals wahrgenommen. Es ist nicht nur das Lernen, sondern die Umgang mit anderen Kindern, Geschwister oder Kinder in die Klasse. Wenn jemand sich damals behaupten könnte, natürlich hat eine ganz andere Voraussetzung im Leben, als Kinder wie immer auf die Seite geschoben waren, die lernen das später in die Schule des Lebens. In diesem Lebensbereich sind auch die Verbindungen ein gewisser Austausch von Informationen und auch Lernen, Schulungen, Seminaren, Kontakte zum Verwandten, sich zu behaupten im Leben, sich durchsetzen, behaupten gegen Konkurrenten auch. All diese Themen gehören hier, auch kleinere Veränderungen oder kleine Reise, gehört auch zum dritten Lebensbereich und hier hast du Skorpion. Skorpion gehört zum Wasserelement und bei Wasserelement handelt es sich immer um unsere Gefühle. Und hier zeigt sich die Wandlung, die Erneuerungsprozesse oder Transformation. Transformieren die Gefühle. Das sind alchemistische Prozesse. Und hier haben wir zwei Systeme. Die eine System hat mit den anderen überhaupt nichts zu tun. In einem System sind die negativen Gefühle, dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid oder Hass. Es sind alles negativen Gefühle. Neid und Hass ist das Tiefste und das ist zerstörerisch. Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, das ist so Grauzone, das kennen wir alle. Es ist nicht weiter schlimm, aber es ist nicht gut, da uns aufhalten, weil Angst blockiert. Sondern lernen, dieses Gefühlen verabschieden. Das sind hier diese Prozesse. Das ist die Transformation. Verabschieden von negativen Gefühlen, weil in dem Moment, wenn wir Angst zulassen, öffnen wir Pandoras Büchse. Es ist nicht nur die Blockade, was hier entsteht, sondern in dem Moment ist ein Tür offen. Ein trojanisches Pferd kann jederzeit uns angreifen. Also das hat auch eine Schutzfunktion. Und hier lernen wir übergehen auf die positiven Gefühle. Positive Gefühle sind Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Vertrauen, Mut und Liebe. Diese positiven Gefühle kommen von Gott. Das hat eine göttliche Quelle, also schöpferisch. Das ist schöpferische Energie und diese schöpferische Energie befreit uns. Dann steigt alles nach oben wie Phönix aus die Asche. Das ist die Kundalini-Energie, was hier vor sich geht. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das mit einem Baum. Und hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das gibt uns Halt im Leben. Das sind unsere Ahnen, unsere Vorfahren, unsere Traditionen, unsere Herkunft und unserem Zuhause.
Aber alles gehört zu diesem Lebensbereich, was mit Immobilien, Inneneinrichtung was zu tun hat oder wenn wir etwas gründen, weil das ist die Basis, das ist die Fundament. Und auf diesem Fundament kann man bauen und hier hast du Schütze. Schütze hat einen Bezug zum Ausland, also ich schließe das gar nicht aus, dass du Immobilien hast im Ausland oder einen zweiten Wohnsitz oder dass du auswanderst nach Ausland. Also du hast wohnlich einen Bezug zum Ausland. Die Schütze ist Feuerelement und Feuerelement symbolisiert die Begeisterung. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und Schütze kann von vielen Dingen begeistern. Es ist nicht nur bei Schütze so, bei Widder, auch bei Löwe weniger, das gehört zum Fixzeichen, aber bei Widder ist es auch so, diese Begeisterung ist sofort da und ist man aktiv. Feuerelement ist aktiv. Und hier herrscht Jupiter. Natürlich Jupiter bringt Glück oder schenkt uns eine optimistische Haltung, aber Jupiter vergrößert immer alles. Und hier entsteht das Gefühl, oh, da muss doch was Besseres sein, noch Größeres sein, das muss in die Weite sein. Also diese Neigung ist da und wenn wir nicht orientieren bei Schütze-Energie, dann verlieren wir auch die Orientierung. Dann verlaufen wir im Wald und die Schütze zeigt, wie die Lösung ist. Die Schütze hat hier ein Pfeil und dieser Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Spirituell bedeutet das unseren Wünsche. Wenn hier beide zusammenkommt, unseren Wunsch und die Begeisterung, dann haben wir die Orientierung und hier lernt man Ausdauer haben und unsere Wünsche, unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und das zeigt, die nächste Tierkreis zeichnen schon die Steinbock. Das ist schon Taten, das ist schon Erdeelement. So setzt man das im Tat um. Und Steinbock hat diese Ausdauer und Geduld. Und klettert bis zur Spitze des Berges. Und das symbolisiert die Ziele. Steinbock ist streng in der ersten Lebenshälfte. Und gerade hier in diesem Bereich, wo die Kinder liegt, und das symbolisiert auch deine Kindheit, ein strenges Elternhaus. Oder du dürftest nicht wirklich Kind zu sein, weil du hast Pflichten gehabt. Über Steinbock herrscht Saturn und Saturn steht für Älteren. Das kann natürlich auch bedeuten, die Bezug zum Großeltern. Also eine strenge Elternhaus. Wenn das um Lebensfreude geht, und das ist hier im fünften Lebensbereich, dann Steinbock schränkt das schon ein bisschen ein und hier lernst du mehr Leichtigkeit leben, nicht zu streng zu sein zu dir selbst. Befreien von dieser Schwere und mehr die Leichtigkeit leben. Und das praktizierst du im Alltag, weil hier herrscht Wassermann und Wassermann gehört zum Luftelement und das brauchst du im Alltag. Sonst verlierst du den Atem, dann bedrückt dich alles. Und Wassermann hat einen Weitblick. Wassermann steht in Verbindung zum Sternbild Adler und es wirkt auch hier. Hier zeigt sich ein Adlerblick und der Adler hat eine ganz andere Perspektive. Und das ist dieses Denken auch, die Zeit vorausdenkende. Und dann kommen halt die originellen, einzigartigen Ideen und die Ideenreichtum, die Wassermann. Und man fühlt sich auch einzigartig, außergewöhnlich. Das erlebst du im Alltag, das erlebst du auch bei der Arbeit. Zurück zum Aszendent. Aszendent bedeutet die Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das heißt,
In diesem Augenblick ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang die Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist dein Deszendent. Aber in dem Moment, die Geburt, sind sie noch hier im Gleichgewicht, gegenüber. Und das bedeutet, wenn wir geboren sind, in diesem Augenblick, schauen wir in diese Richtung und sehen wir einen Spiegel, weil das spiegelt uns etwas. Und das ist unserem Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Hier hast du die Fischen. Und das zeigt sich hier wie Sonnenuntergang. Und das bedeutet, die untere Teil des Horoskops symbolisiert das Unbewusste und das obere symbolisiert das Bewusste. All das geht in die Unbewusste. Aber unsere Seele hat diese Bilder noch. Jeder Lebensbereich öffnet sich mit einem geheimen Tor, auch die liebe Partnerschaft. Und du kannst dieses Tor öffnen mit den Tierkreiszeichen Fischen. Du sollst nur auf deinen Gefühlen achten. Die Fischen gehören zum Wasserelement. Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Die Ozean, die Gefühle. Und in diesem Ozean schwimmt zwei Fischen. Die Ozean, die Gefühle. Und sie schwimmen in andere Richtung. Die eine Fisch schwimmt Richtung negativen Gefühlen, Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Und die anderen Fisch befreit sich davon. So ähnlich läuft das ab, wie hier bei Skorpion. Bei Fischen muss nur die Richtung ändern. Und die richtige Richtung ist die Neptun-Energie. Und Neptun symbolisiert die Träume. Die Träume und Visionen. Bei Fischen lernen wir, die Träume wahrnehmen. Erstens, unsere Träume haben eine wichtige Botschaft. Nicht alle einzelnen Traum, weil in Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Diese Träume haben keine Bedeutung. Wir vergessen das auch. Aber wenn ein Traum in Erinnerung bleibt und das ist wie eine Geschichte so lebendig ist, dann können wir mit Sicherheit sagen, das war die Sprache der Seele. Und das ist ein Symbol, Sprache und die Traumdeutung entziffert es. Diesbezüglich kann ich viel helfen, weil ich deute sehr gut die Träume. Und das ist Neptun-Energie hier. Das heißt, Neptun zeigt diese Bilder. Das ist eine Blumensprache. Es ist nicht nur bezüglich auf Traum, sondern das ist auch Inspiration, das ist auch unsere Fantasie, das Ausmalen, auch die Tagesträume. Es gibt Menschen, dazu gehören auch oft die Jungfraugeborenen, wo da sagen dann, und das hat mit der Realität gar nichts zu tun. Viele Dinge haben mit der Realität nichts zu tun. Aber wir dürfen das erlauben, diese Reise zu machen mit unserer Fantasie. Und das ist grenzenlos. Und damit meine ich nicht flüchten in die Träume und vergessen die Realität. Ich bin sehr bodenständig. Aber die Träume auch wahrnehmen, weil das ist ein Teil von uns und es ist wertvoll. Hat auch ihre Platz in unserem Leben. Und wenn wir damit bewusst umgehen, dann lernen wir etwas. Und genau das zeigt die Fische, die richtige Richtung, die richtige Richtung. Diese Träume visualisieren. Das heißt, wenn du Wünsche hast,
finanzieller Wohlstand oder deine Berufung leben oder glücklich zu sein in die liebe Partnerschaft, dann visualisiere das. Stell dir vor, die ideale Zustand und nimm dafür Zeit. Zieh dich zurück, bewahre die Ruhe und schau diese Bilder immer wieder an, weil in dem Moment, wo du Energie drauf lenkst, manifestiert sich auch. Und mit dieser Manifestation lernst du besser mit Partner umgehen oder Thema Liebe, Partnerschaft. Weil dadurch öffnet sich hier etwas. Und dann kommt das Glauben daran und das Vertrauen. Und Vertrauen, das Fluss des Lebens. Dann kommt das in Bewegung. Nächster Lebensbereich, hier die achte Lebensbereich, ist der Tod. Natürlich hat das mit Tod, mit Todesfall, mit Erbschaft auch was zu tun. Auch mit Finanzen. Das Geld, was man erbt, oder das Geld von Partner, oder die Investitionen, die Spekulationen, auch wie man Geld umgehen soll, die Buchhaltung, die Verbindung zum Finanzamt, Versicherungen, Banken, all diese Themen sind auch hier in diesem Bereich. Und hier lernen wir auch etwas Wichtiges. Es muss oft etwas absterben in unserem Leben, damit etwas Neues entstehen kann. Ist auch der Kreislauf des Lebens. So wie unsere Zellen erneuern sie sich. So wie die Jahreszeiten, diese ständige Wandlung und diese Erneuerungsprozesse zeigt sich hier auch. Es ist alles Pluto-Energie. Und das hält das Leben erhalten. Und hier in diesem Bereich gehört auch die Sexualität, das hält auch das Leben erhalten. Und was bedeutet noch dieses Loslassen? Das kannst du so vorstellen, wenn wir geboren sind, wir kommen nicht mit leeren Händen, wir haben karmische Erinnerungen. Ich vergleiche das mit einem Rucksack. Also wir beginnen in unserem Leben, unserem Lebensschritte beginnt, mit diesem Rucksack. Da ist was drin, da sind die Erinnerungen. Dann kommen neue Erkenntnisse, neue Begegnungen, anderen Gefühlen. Der Rucksack füllt sich. Und hier im achten Lebensbereich lernen wir etwas, Pause zu machen. Mal Stopp, mal anschauen, was ist alles in diesem Rucksack drin. Mal aufräumen. Was brauchen wir nicht. Dazu ist die Jungfrau sehr klug, weil die Jungfrau kann trennen, Spreu von Weizen. Und das überprüfen, welche Einstellungen sollen wir bewahren oder Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin wertvoll. Oder welche Glaubenssätze sollen wir verabschieden, wie zum Beispiel, ich habe das nicht verdient. Also da mal aufräumen. Dann unsere Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten sollen wir bewahren? Weil so kommt Ordnung in unserem Leben. Wie zum Beispiel, dass wir pünktlich sind, weil wir große Wert drauf legen. Weil das entsteht dadurch auch Vertrauen, Zuverlässigkeit. Oder gibt es andere Gewohnheiten, was stört? Davon verabschieden. Oder Kontakte. Welche Kontakte möchten wir bewahren? Freundschaften, Bekanntschaften oder die Verbindung zur Familie. Das pflegen, weil das ist wertvoll. Und von Menschen verabschieden, die nicht in unserem Leben gehören. Auch mal Nein sagen. Wo sollen wir noch aufräumen? Mal in Gegenstände anschauen. Möbelstücke, was wir gar nicht wollen, nur weil jemand das geschenkt hat und wir haben Schuldgefühl davon zum Trennen. Aber jedes Mal, wenn wir das anschauen, ärgern wir uns. Also sollen wir auf unseren eigenen Gefühlen auch achten, dass man auch trennen, mal als Beispiel.
Oder wo sollen wir noch aufräumen? Unseren Gefühlen, raus aus den negativen Gefühlen, übergehen auf die positiven Gefühle. Und das, was hier passiert, das sind die Erneuerungsprozesse, die Transformation. Und dann werden wir etwas klar und deutlich erkennen, der Rucksack ist leicht, unserem Lebensweg ist viel einfacher, viel leichter. Und haben wir Platz? Hier hast du wieder die Wieder möchte nicht unbedingt festhalten. Die Wieder ist begeistert immer von Neues. Also diese ganze Veränderungen oder Erneuerungsprozesse ist für die Wieder nicht schwierig. Bei Wieder kannst du was lernen und das ist dein Energiefeld. In klassischer griechischer Mythologie wird das beschrieben, das goldenen Felder wieder, was die Argonauten wieder geholt haben von diesem Zauberwald. Und das ist mit unserem Energiefeld was zu tun. Warum gerade im Wieder ist das versteckt? Wieder symbolisiert den Neuanfang. Und so wie Hermann Hesse das so wunderschön beschrieben hat, jeder Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist die Zauberkraft hier im Wider. Wir brauchen das auch, diese Energie, weil das überträgt sich die ganze Geschehen. Und gerade ein Neuanfang ist diese Zauberkraft. Und da sollen wir auf unsere Energie achten. Und was ist diese Energie? Das ist die Energiefeld, was uns umhüllt. Das nennt man auch Aura. Und diese Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Also immer positiv denken, angstfrei leben, da ändert sich schon die Energiefeld. Und das hat auch eine Funktion, weil das ist die Anziehungskraft. Und das besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Und das, worauf du auch achten sollst, wenn das um Erneuerungsprozessen geht. Im 9. Lebensbereich sind die Reisen. Reise in die Ferne oder Reise nach innen. Ausland, Auslandskontakte oder eine innere Reise. Das ist die Spiritualität. Hier hast du Stier. Das Stier genießt das Leben und liebt wertvolle Dinge in Besitz nehmen, auch festhalten. Und das, was du genießen kannst im Ausland, weil da kommst du zur Ruhe, wenn du Urlaub machst oder Kontakte hast, das ist so schön und beruhigend auch. Stier hat auch einen Bezug zum Geld und auch zum Immobilien oder Grundstücke. Und das ist möglich, dass du im Ausland dann einen Wohnsitz hast, dann passt es zu Schütze sehr gut hier, was die Wohnsituation betrifft. Was die innere Reise zeigt, dass du lernst, das Leben zu genießen. Entspannen und genießen. Und verstehst, dass du wertvoll bist, und dass du wertvolle Dinge auch bewahren sollst oder in Besitz nehmen sollst und es auch genießen, ohne Schuldgefühl. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopen und das ist die Krone des Baumes und das bedeutet Ansehen, Anerkennung, Zielerreichung, Berufung, Öffentlichkeit. Hier hast du die Zwillinge. Wie erlebst du diese Öffentlichkeit? Wie lebst du die Berufung? Bei Berufung brauchst du Luft, Leichtigkeit, Kontakte, Kommunikation, Bewegung. Das passt sehr gut zu Medien. Und wie erreichst du deine Ziele? Das erzählt die mythologische Geschichte. Es gab einmal eine Königin Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda und sie wurde schwanger.
Leda war aber verheiratet und wurde von dem König auch schwanger und gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also unsterblich, weil hatte göttliche Abstammung. Und diese Geschichte erzählt, dass wir Menschen haben eine Seele und das ist unsterblich, das ist Pollux. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper und kehrt zum Gott zurück. Und sinngemäß kann ich das so vorstellen, dann Gott fragt, na erzähl mal, ja, wie war auf die Erde? Und die Seele erzählt und das ganze Leben spielt sich ab wie ein Film. Von Geburt bis zum Tod und die Seele schaut es nochmal an. Und Ende dieses Filmes fragt Gott, so kann ich das sinngemäß vorstellen, ja, wie fühlst du dich jetzt? Und es gibt nur zwei Antworten. Entweder, ja super, also das war so toll auf die Erde, ich fühle mich so befreit, ich war so glücklich. Oder, ich habe das jetzt alles angeschaut und jetzt stelle ich fest, ich habe doch gar nicht gelebt. Das ist aber sehr bedrückend. Macht nichts, wir haben die Möglichkeit, das zu verbessern. Und die Seele kommt zurück und macht eine Seelenreise und befindet sich in einem Rad. Und dieser Rad nennt man Schicksalsrad. Das ist die Seelenreise. Und wir machen diesen karmischen Weg. Und die Seele sucht einen Weg aus, ein Schicksalsweg. Und das ist begrenzt. Das hat einen Anfang, hat ein Ende. Das ist unsere Geburt, unserem Tod. Und das symbolisiert Castor, das Menschliche. Das Seelische symbolisiert Pollux. Aber beide sind miteinander verbunden. Und diese Verbundenheit, was wir lernen, und das belehrt uns die Zwillinge. Da haben wir ein höheres Bewusstsein, auch höhere Ziele, höhere Ideale, können wir von unseren Ängsten befreien. Und vor allem haben wir einen Bezug zu unserer Intuition. Und wenn wir intuitiv handeln, dann fühlen wir auch viel, viel freier und verspüren wir Gott in uns, in unserem Inneren. Pollux ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Das heißt, unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung und wir haben diese göttliche Funke in uns. Dann fühlen wir uns beschützt, befreit. Die 11. Lebensbereich sind die Wünsche, Hoffnungen und Freundschaften, aber auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind. Hier hast du Krebs. Du suchst das Familiäre oder hast du diesen Wunsch, die Familienleben zu genießen oder ein Zuhause zu haben, wo du das Gefühl hast, ja, da bin ich richtig angekommen. Aber das zum Erreichen, achte auf dein Inneren. Weil Krebs symbolisiert auch unseren inneren Tempel, wo unsere Seele wohnt. Und wir sollen unsere Seele auch kümmern. Und das erreichen wir, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir meditieren. Damit verspüren wir unserem Inneren. Und das so gestalten nach Gefühl. Das ist auch Wasserelement, hat auch mit Gefühlen was zu tun. Für unser Wohlbefinden. Die 12. Lebensbereich liegt die Geheimnisse des Lebens, die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch die karmischen Themen und alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, im Verborgenen. Auch die Ursache zum Erkrankungen, die Gründe an etwas, warum ist es so? Hier hat man eine richtige Forschungsarbeit. Hier hast du Löwe. Der Vorteil ist, wenn du zurückziehst und mehr um deine Seele kümmerst, dann kannst du leichter dein Selbst in Ausdruck bringen. Du brauchst diesen Rückzug. Der Nachteil ist hier, die Löwe fühlt sich nicht wohl hier im Verborgenen, weil Löwe ist die Glanz und Löwe muss im Mittelpunkt sein.
Und da brauchst du eine gewisse Befreiung, dein Selbst zu leben und das im Ausdruck bringen, ohne Angst, ohne Zweifel. Dass du verspürst, dass du bist der Mittelpunkt in deinem Leben. Sonne befindet sich im Waage, hier im zweiten Lebensbereich. Für dich ist sehr wichtig die Gerechtigkeit, aber auch Liebe, Partnerschaft. Dazu kommt die zweite Lebensbereich, auch die Wohlstand oder die Finanzen ist auch ein Thema, aber auch Wertschätzung, Dinge, was für dich wertvoll ist. Mond befindet sich im Wassermann und das heißt, Sonne und Mond stehen in Harmonie, weil beide gehören zum Luftelement. Also Luftelement ist für dich sehr, sehr wichtig. Das ist die Leichtigkeit oder von vielen Dingen befreit zu sein, dass du aufatmen kannst. All das, was dich bedrückt, loslassen. Mars befindet sich auch im Waage. Das zeigt deine Kraft einsetzen für wertvolle Dinge oder dich behaupten, dass du deine Wertschätzung bekommst, kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen großen Einfluss auf dein Leben. Waage symbolisiert auch Partnerschaft und durch diesen Mann kommt auch die finanzielle Sicherheit. Merkur ist auch hier im Waage. Merkur ist rückläufig und das zeigt Vergangenheit, nicht nur in Kindheit, Jugend, sondern auch karmischen Erinnerungen. Und das bedeutet für dich, all das, was dich bedrückt oder Kontakte mit Menschen, die versuchen, dich klein zu halten oder dir erzählen, du bist das gar nicht wert oder sei sparsam, du hast das nicht verdient oder das steht dir gar nicht zu, von diesen Sätzen sofort verabschieden und davon befreien. Und das ist die Gerechtigkeit, was auch hier die Waage auch zeigt. Jupiter hast du im Steinbock. Jupiter zeigt deinen inneren Größe. Und du sollst mit diesem Größe bewusst sein. Steinbock ist etwas streng, besonders hier im fünften Lebensbereich, wo um Kinder geht, kann gut möglich sein, dass in Kindheit und Jugend von Erwachsenen du klein gehalten warst und du lernst jetzt mit deinen Größe bewusst zu sein. Befreit fühlen, weil das ist diese Gerechtigkeit, dann kommst mehr zum Leichtigkeit und zum Lebensfreude und diese Lebensfreude befreit dich und macht dich glücklich, weil Jupiter bringt das Glück. Jupiter vergrößert etwas und es ist möglich auch Kinder, Enkelkinder, Vielzahl von Kindern. Saturn ist auch hier. Saturn ist auch hier im Steinbock. Saturn grenzt das aber ein bisschen ein. Also Jupiter vermehrt und Saturn grenzt ein. Das ist diese Mischung und es ist gar nicht einfach, da die inneren Gleichgewicht zu bleiben. Und dazu ist wichtig, dein Aszendent Jungfrau, die kluge Entscheidungen, die Jungfrau und dann auch die Leichtigkeit, dass du mit dieser Leichtigkeit von einigen Dingen verabschieden kannst, auch Erinnerungen oder Gefühlen, was dich bedrückt und dann übergehen auf mehr auf die Leichtigkeit. Saturn kann aber auch sehr gut wirken hier, weil Jupiter neigt dazu, etwas vergrößern, dann heißt, bei Jupiter-Energie übertreiben wir oft etwas. Und weil Jupiter das übertreibt, hier die Lebensfreude, dann ist es sehr gut, dass die Saturn hier die Bremse zieht.
übertreib das nicht, sondern sei bodenständig oder überleg das nochmal, sei vernünftig. Also das hat auch einen Vorteil. Venus ist hier im Jungfrau, gehört zu deinem Aszendent und beeinflusst dein Aussehen. Und das ist eine interessante Mischung, weil Jungfrau ist mehr dieser Jungfrauliche, das Bescheidene, Kluge, das Zurückhaltende und Venus natürlich die Schönheit. Und so bist du auch wahrgenommen, eine schöne, gepflegte Frau, aber sehr bescheiden und klug und intelligent. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, sorgt auch für unerwartete Ereignisse, Überraschungen. Das hast du hier im Löwe. Und das passiert oft im Verborgenen. Also nicht in Öffentlichkeit, sondern Situationen, wo du damit gar nicht rechnest. Hier im 12. Lebensbereich sind die Ursache die Erkrankungen. Und Uranus herrscht astromedizinisch über die Nervensystem. Also für dich gesundheitlich ist immer gut, wenn du Zeit für dich nimmst und zur Ruhe kommst, weil das stärkt die Nervensystem und unterstützt dich immer bei Heilung. Neptun befindet sich hier im Waage. Neptun zum Erklären ist gar nicht einfach. Neptun ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres. Und das Meer ist weit und tief und geheimnisvoll. Und dieses Meer symbolisiert die Meer unseren Gefühlen. Und da herrscht auch Neptun. Neptun herrscht über unseren Gefühlen und es ist grenzenlos. Und es zeigt sich auch bei unseren Träumen, Fantasie und Wünsche und Sehnsüchte. Und Neptun lässt dabei inspirieren. Ist auch der Planet der Künstler, die Inspiration. Und wenn du eine Vision hast und vertraust dieser Vision, dieser Träume, dann kannst du wirklich deine Träume leben und dein Wohlstand und dein Reichtum. Vorausgesetzt ist, dass du daran glaubst, dass du das vorstellen kannst. Neptun hat wenig mit Realität zu tun. Neptun zeigt den Weg, wie ein Traum wahr werden kann, zeigt dieses Werkzeug, aber ist immer noch nicht die Realität. Das sind Ideen, Fantasie, Bilder, das ist Neptun. Und wenn du Begegnungen hast im Leben und jemand erzählt etwas über Gewinn oder über Geld und das klingt erstmal so traumhaft schön und du vertraust anderen Menschen, das kann gut gehen, weil das kann dazu führen, dass es wirklich traumhaft schöne Verbindung ist und du lebst auch diesen Wohlstand. Oder bekommst du wertvolle Dinge im Leben. Aber du kannst das nie wissen, ob das wirklich die Wahrheit ist. Und da brauchst du die Jungfrau-Energie, dein Aszendent, Unterscheidungsvermögen, die kluge Jungfrau, wo du das kritisch betrachtest. Was hat er oder sie erzählt? Stimmt das nicht? Ist das die Wahrheit oder will jemand mich betrügen? Diese Betrügereien, diese Masche, diese Erzählungen, das klingt zwar gut, aber vielleicht ist das mit der Wahrheit gar nichts zu tun. Und das begleitet dich in dein Leben, diese Neptun-Energie hier. Also immer ein bisschen vorsichtig sein und rauskristallisieren das Gute in diesem Neptun-Energie, was du praktizieren kannst, deine Vorstellung leben über Wohlstand oder Reichtum. Die Zahlen sind wirklich grenzenlos. Pluto hast du im Löwe, hier im 12. Lebensbereich. Pluto ist die Überzeugungskraft. Auch die Zeugungskraft hat auch mit Sexualität auch was zu tun. Aber diese inneren Kraft, wenn wir das verspüren in uns, dann haben wir Macht
über unserem Leben, dann beherrschen wir auch in unserem Leben. Und du hast diese Pluto-Kraft im Löwe-Energie, das heißt zu deinem Selbststehen, Selbstverwirklichung und immer wieder die Rückzug, diese Ruhe. Weil da im Ruhe liegt die Kraft, das zeigt Pluto hier klar und deutlich. Unserem Planet Erde bewegte sich immer wieder und hier manifestiert sich etwas. Und das kann Erbschaften sein, das kann Investitionen sein, das kann das Geld von Partner sein oder deine Wünsche leben, weil du das vorstellen kannst und loslassen kannst, Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel, diese negativen Gefühle, das sind diese Prozesse, dann kannst deine Träume leben, dann manifestiert sich alles. Und wieder gibt die Start dazu, wieder setzt es sofort in Bewegung. Oder wenn du von etwas begeistert bist und verspürst die Widerenergie, diesen Mut zu haben, das sofort in Tat umzusetzen, dann kannst du sicher sein, dann manifestiert sich das auch. Waage, du bist sehr vage betont, Waage wiegt erstmal das ab, soll ich nicht. Da verliert die Waage viel Zeit. Widder hat gar keine Zeit zum Überlegen. Ein Widder, wenn begeistert ist, startet sofort. Und das kann für dich sehr gute Unterstützung sein, weil genau dann hast du ein sicheres Boden unter deinen Füßen, weil dann wird das manifestiert, was du vorhast. Jetzt schauen wir die Drache an. Im Horoskop gibt es eine Drache, aber in zwei Teilen. Das heißt, der Kopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen nur den Körper ohne Kopf. Und dieser Körper heißt absteigende Mondknoten oder Ketu. In diesem Weg sind wir schon gegangen, das sind die karmischen Erinnerungen. Und diese Ketu hast du im Wassermann. Also in diesem Weg bist du schon gegangen. Das heißt, dein Alltag bewältigen, dieser Ideenreichtum. Ich würde sogar sagen, Ideenreichtum hast du. Und auch Weitblick hast du. Und du schaffst es auch im Arbeit, im Alltag, einen gewissen Freiraum zu haben. Aber wenn das nur eine Idee bleibt und kannst es nicht in Tat umsetzen, und das macht auch traurig, weil du möchtest auch die Taten das erleben und genau da hilft dir hier Erde immer wieder, damit das hier auch manifestiert. Aber all das, was in früheren Leben erlebt hast, dass du außergewöhnlichen Lebensweg gehabt hast, dass du tolle Ideen hast, das sind wahre Schätze. Und wie kannst du das verwirklichen? Weil dieser Drache hat auch einen Kopf und die Seele sucht das auch, weil die Seele sucht diesen neuen Weg, weil das, was befreit, das fehlt einfach. Und das hast du im Löwe. Und das bedeutet, du kannst all deine Ideen im Alltag, auch im beruflich umsetzen, im Tat, wenn du zu deiner Löwe-Energie stehst, und das heißt zu dir selbst, und wenn du immer wieder zurückziehst und bewahrst die Ruhe und spürst deine inneren Kraft. Außerdem im 12. Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde, wenn du das auch erkennst, weil das kann auch ein Hindernis sein. Sie legen auch oft Stein im Weg. Im indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das bedeutet die Tagesbewegung des Mondes. Und das schauen wir an. Dein Aszendent ist Jungfrau.
Dieser Mondhaus heißt Hashtar. Übersetzt bedeutet Hand und Handlungen. Und dieser Mondhaus wird von Vindamiatrix bestrahlt. Vindamiatrix wurde bei Römer verehrt, das ist die Weinleserin, steht in enger Verbindung zum Weingott Dionysos. Und diese Vindamiatrix, diese Weinleserin, zeigt Lebensfreude. Das Leben wie ein Fest betrachten und das Genießen. Das ist deine Lernaufgabe, zur Ruhe kommen und das Leben genießen. Sonne befindet sich hier im Waage. Dieses Mondhaus heißt Chitra und bedeutet Balancepunkt. Und dieser Balance heißt für dich inneren Gleichgewicht oder ausgleichen, vergleichen, auch finanziell im Gleichgewicht sein. Und dieses Mondhaus wird von Spica bestrahlt. Spica wurde auch verehrt bei den Römern. Das ist die Weizenehre der Jungfrau. Befindet sich im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Und diese Weizenehre bedeutet Ernte. Du hast was ausgesät im früheren Leben und das erntest du. Und das ist hier die Wohlstand. Kann sein, dass durch die Partnerschaft kommt dieser Wohlstand oder wie du das vorstellen kannst, wie die Neptun-Energie hier auch zeigt, dass du erreichst in Wohlstand zum Leben. Mond befindet sich im Wassermann, im Mondhaus Purva Patra. Mond steht in Verbindung zum Mutter, symbolisiert auch Mütterlichkeit, symbolisiert auch unserem Unbewussten, unseren Gefühlen. Dieser Mondhaus wird von Sternbild Pegasus bestrahlt. Ich erzähle dazu die Geschichte, weil das kann bedeuten, dass du hier Mutterthemen hast. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Es gibt dieses Sternbild im Himmel Cassiopeia, ganz leicht zum Finden. Das ist ein Buchstabe W, das ist Cassiopeia. Also diese Königin prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon, das ist Neptun. Also sie haben sich beschwert und Neptun oder Poseidon schickte einen Walfisch in diesem Königreich die prahlenden Königin zum Bestrafen. Und der Walfisch kam an und handelte ganz anderes, wie Poseidon das gesagt hat. Dieser Seeungeheuer, dieser Walfisch, nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in ein Felsen. Und Andromeda hat Angst gehabt. Bis dann Perseus kam und Perseus befreite Andromeda, befreite von diesem Fessel und die beiden haben sich verliebt, Andromeda und Perseus. Und die Nähe war Medusa und Medusa ist die Furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Und es wurde erzählt, dass jeder, der Medusa erblickt, bekommt Angst und ist unbeweglich wie ein Stein. Perseus tötete Medusa und in dem Moment wurde Pegasus geboren von dem Mutterleib. Und das symbolisiert die Angstbefreiung. Und so wie Pegasus geboren wurde von Medusas Körper, das ist die Befreiung, vielleicht auch die Befreiung von Mutterverbindungen. Dieser Pegasus ist ein weißes Pferd mit Flügel, also kann fliegen. Das ist die Befreiung von Angst oder von Bindungen, wo uns gefangen hält. Das muss nicht unbedingt die Mutter sein. Aber das erlebst du hier im Alltag oder in beruflichen Situationen. Vielleicht hältst du die Arbeit fest, weil du Angst hast und hast existenzielle Ängste und
diese Angst blockiert dich beruflich zum Verändern. Weil hier im sechsten Lebensbereich ist auch die Arbeit. Mars befindet sich im Waage hier und dieses Mondhaus heißt Swati. Nicht nur Mars, sondern Merkur befindet sich auch im selben Mondhaus Swati. Swati kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt Sva, selbst, und Ati, Seele. Und das, was du hier lernst, und das ist für dich wertvoll, dein Selbst zu leben, um deine Seele kümmern. Was auch hier Löwe und die 12. Lebensbereich auch das Gleiche sagt. Und hier hast du den karmischen Weg, was deine Seele auch sucht. Also nimm das bitte in Besitz. Dieser Mondhaus Swati wird bestrahlt von Kreuz des Südens. Das ist ein Stammbild im Südhalbkugel, ist es sichtbar. Und hier befindet sich die Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung im Leben. Außerdem, diesem Stammbild steht in Verbindung zum religiösen Themen und zum spirituellen Themen auch. Jupiter im Steinbock hier im Mondhaus Uttarakshada, und das bedeutet höhere Wünsche. Nicht nur Jupiter, sondern auch Saturn im selben Mondhaus, und Saturn belehrt auch, weil Saturn ist die große Lehrmeister. Du brauchst deine Wünsche bewusster wahrnehmen als Ziel setzen, höheren Bewusstsein, höheren Wünschen, höheren Ziele. Uranus ist hier im Löwe, im Mondhaus Makha, und dieser Mondhaus wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist ein ganz besonderer Stern, das ist einer von den königlichen Sternen, und Regulus ist der Stern der Könige. Und das ist nichts anderes als die Herz der Löwen, und das ist das Herzensangelegenheiten. Und Uranus zeigt, wie wichtig das ist, weil das macht dich einzigartig, außergewöhnlich, wenn du dein Herz folgst. Öffne dein Herz wie ein Schatztruhe. Was ist da drin? Was liebst du? Untersuche das, deine Berufung, dein Hobby oder Kunst oder Sport oder Reisen oder Lernen oder die Natur oder die Familie, Kinder oder Freundschaften oder Liebe, Partnerschaft, aber auch Selbstliebe. All das, was du liebst, stärke dein Herz. Neptun im Waage, hier, ist im selben Mondhaus wie Mars und Merkur, Swati, wird von Kreuz des Südens bestrahlt. Pluto im Löwe, hier, befindet sich im Mondhaus Purva Palguna, und das beschreibt, es war etwas in deinem früheren Leben, das wiederholt sich, das braucht ein bisschen Zeit zum Wachstum, das muss reifen, aber kommt zum Vollendung. Rahu ist hier, dieser Drachenkopf. Rahu befindet sich auch im Mondhaus Makha und wird von Regulus bestrahlt. Das ist der königliche Stern, der Herz der Löwen. Dieser Weg sucht deine Seele, weil das, was dich heilt oder das, was dich befreit. Ketu hier im Steinbock befindet sich im Mondhaus Dhanishta, das ist ein Grenzgebiet. Und das heißt, es reicht nicht, Ideen zu haben, eine Vorstellung oder Ziele, das musst du auch umsetzen im Tat. Nomen est omen. Definiere das genau, was ist das, was ist dein Wunsch, und setz das als Ziel, und das ist der Fokus, das ist dein Lebensweg, und geh auf diesen Weg und gib das nicht auf. Die Verbindungen. Pluto hat einen guten Einfluss auf dein
Persönlichkeit auf dein Aszendent, wenn du deine inneren Kraft und inneren Stärke verspürst. Sonne Jupiter steht in Spannung. Bei Sonne handelt es sich oft mit Vater- oder Vaterthemen. Jupiter zeigt deine Größe. Das kann sein, dass dein Vater dich dabei nicht unterstützt hat, dass du diese Größe nicht gelernt hast, zu deiner Größe stehen. Das könnte ein Hinweis sein, dass dein Vater kritisch war dir selbst gegenüber oder zu streng, oder du hast das so empfunden, das fühlt sich so, wenn er versucht, dich beengen oder klein zu halten. Das ist möglich bei dieser Spannung. Und lernen, zu deiner Größe zu stehen und dein Selbst zu leben, weil das engt dich ein bisschen ein und das hat mit Vaterbild was zu tun. Uranus steht mit Merkur in einer schönen Verbindung. Uranus zeigt die außergewöhnlichen Ideen und Merkur ist das Wissen. Das heißt, du bist sehr, sehr intelligent, außergewöhnlich intelligent und du kannst dein Ideenreichtum im Praktischen aber auch umsetzen. Dieses Bild hat mit der tibetischen Astrologie was zu tun. Die Energie, was hier oben ist, das ist die Energie nach außen oder wie du wahrgenommen bist. Und das heißt, erstmal die Metallelement, Konzentration, konzentriere auf dem Wesentlichen und auch eine gewisse kühle Haltung oder klares Denken, klare Entscheidungen und dann geduldig zu sein und so kommt ein langsamen Wachstum. Immer auf den Verbindungen achten, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch geschäftlich. Und wenn da entsteht ein Höhen und Tiefen, ein Hin und Her, das in Harmonie bringen. Diese Figur hier in die Mitte, die Farbe, wo er sitzt, ist blau und das symbolisiert die Feuer, das symbolisiert das Wasserelement. Diese blaue Farbe symbolisiert die Wasserelement, also immer auf die Gefühle achten, die Ruhe bewahren, immer auf den positiven Gefühlen bleiben, befreit zu sein von Angst und ganz viel Metallelement. Klärende Gespräche führen, Klarheit bekommen, konzentriert zu sein, aber immer gefühlsvoll. Das ist eine Mischung mit Intuition, aber auch mit Gefühlen und auch Träume. Wasserelement hat auch mit Träumen was zu tun und ein bisschen Geduld, weil das ist eine gewisse langsame Wachstum. Zeigt auch künstlerische Begabung, Intuition, eine liebevolle Wesen, Verantwortungsbewusstsein und auch Geselligkeit. Und die Zahlen, die Glückszahl ist Zahl 9 in Feuerelement. Wenn du das Gefühl hast, jetzt geht nichts mehr voran, fühlst du dich eingeschränkt, blockiert oder sind Einflüsse von außen und hast das Gefühl, deine Hände sind gebunden, dann brauchst du wirklich die Feuerelement, die Kraft und den Mut und sage, ich gebe nicht auf, ich mache jetzt weiter. Das bringt Glück im Leben. Die Zahl 3 im Wasserelement ist auch wichtig. Auf die inneren Harmonie, inneren Gleichgewicht achten, die inneren Kraft verspüren. Das ist fast, könnte man sagen, Pluto-Energie, so wie Skorpion hier, ein Aufstieg wie Phönix aus der Asche. So kommt die schöpferische Kraft in Geltung. Und die Schicksalszahl ist die Zahl 6 im Metallelement. Das heißt Erinnerungen, auch Kindheitserinnerungen, das Klären, davon verabschieden, all das, was mit Tränen verbunden ist. Das sind auch Reinigungsprozesse. Liebe Viasilia, so könnte ich dein Horoskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.